Ja, ich bedanke mich für diese freundliche Begrüßung. Ob das nun wirklich so gut wird, wie Sie glauben, weiß ich nicht. Denn das, worauf ich mich eingelassen habe, ist leider Gottes äußerst umfangreich. Für eigentlich jedes der Einzelthemen könnte man einen ganzen Vormittag verwenden, um vorzutragen und zu diskutieren. Deshalb muss ich überall sehr raffen und werde deshalb auch manches etwas anders sagen, als das unmittelbar mit dem Thema zusammengehört, obwohl es, wenn man darüber nachdenkt, natürlich seinen Zusammenhalt hat. Ich möchte beginnen mit etwas, was für uns nicht untypisch ist, was Sie aber kennen, denn schließlich stammen Sie aus einer elitären Gruppe. Sie wissen, Eliten sind bei uns heute unerwünscht. Sie sollen überall ausgemerzt werden. Natürlich lässt sich auch mit Eliten schlechter umgehen, denn die wissen etwas. Deshalb kann ich bei Ihnen voraussetzen, dass Sie noch wissen, wo der Pregel fließt und dass die alle Nebenfluss davon ist und so. Und dass Sie natürlich auch mit Elbing was anfangen können und mit Danzig, was im Durchschnitt der deutschen Bevölkerung natürlich alles nicht mehr der Fall ist. Aber da Sie zu den Wissenderen gehören, gehe ich auch mal davon aus, dass Sie etwas mehr wissen über Amerika selbst. Und damit möchte ich ganz kurz beginnen. Amerika wird uns nur vorgeführt im Lichte, ich komme da nachher noch mal drauf, der angloamerikanischen Presse und der deutschen Ableger, die ja fast alle von dort infiziert sind. Und unabhängige Presseorgane sind relativ selten. Deshalb bin ich über die PAZ so dankbar. Ich beziehe sie nicht direkt beim Verlag, sondern kaufe sie immer am Kiosk. Das würde ich auch Ihnen empfehlen. Warum? Denn nur dann hat sie eine Öffentlichkeitswirkung. Die Abonnenten sind natürlich sehr wichtig als Stütze dafür. Also ich möchte jetzt hier keine Reklame für die PAZ machen, aber nur darauf hinweisen, der Mechanismus geht nur so, nur über die Öffentlichkeit kann sie auch Wirkung entfalten und sie entfaltet eine gute Wirkung. Leider noch viel zu schmal. So, also jetzt wieder zurück zu Amerika. In Deutschland hört man fast nichts von den Kritikern Amerikas, aber die gibt es sehr wohl, denn Amerika ist ja nicht nur Amerika. Pars pro toto, müsste man eher sagen, sondern Amerika wird uns gezeigt in einem ganz kleinen Ausschnitt. Und deshalb möchte ich hinweisen, zum Beispiel auf ein sehr interessantes Buch, was auch bei uns erhältlich ist, von Paul Craig Roberts. Der Mann ist inzwischen auch einiges über 70, ist einer der langjährigen Kritiker. Er war bei Reagan Finanzstaatssekretär, also kein ganz unwichtiger Mann, schreibt auch überall in amerikanischen Zeitungen, hat auch einiges an Büchern veröffentlicht. Und dort kann man vieles lesen, was man natürlich in Deutschland nicht zur Kenntnis nehmen kann, weil man es nicht gesagt kriegt. Der findet nicht statt und viele andere eben auch nicht. Und das ist für uns etwas ganz Schlimmes, denn wir haben die Vorstellung von Amerika, die wir übermittelt bekommen. Unter anderem auch die Vorstellung, dass Amerika eine Demokratie sei. Nun, da gibt es nun eine ganze Reihe hochrangiger Leute, die genau das bestreiten. Es gibt also vor einigen Jahren ist eine größere Princeton-Veröffentlichung erschienen, in der nachgewiesen wird, also wenn man die Kriterien nimmt und beobachtet, die zu einer Demokratie gehören, dann ist es Amerika nicht. Und inzwischen gibt es auch einen sehr maßgeblichen Mann, der das vehement gesagt hat, immer wieder in vielen Interviews, in Presseveröffentlichungen, das ist Ex-US-Präsident Jimmy Carter, der Erdnussfarmer, der im Unterschied zu Obama seinen Friedensnobelpreis zurechtgekriegt hat. Der hat sich bemüht um eine etwas humanere Ausrichtung der amerikanischen Außenpolitik, was aber eigentlich nicht geht. In Amerika gibt es eine ganz kleine Gruppe, also ich möchte bitte die 318 Millionen Amerikaner, die es gibt, nicht in Haftung nehmen. Sie können nicht für ihre Politik und für ihre Außenpolitik. Die wird gemacht von ganz wenigen Leuten. Man schätzt, also in dieser Princeton-Arbeit sagt man, es gibt ungefähr 1 Million Amerikaner, die mehr oder weniger in der Politik eine Rolle spielen. Und Ex-Präsident Carter sagt sogar, Amerika sei ein riesen korruptives System, in dem fast alles gekauft werden kann, bis zu den Senatsposten herunter. Das heißt also, da passiert nichts zufällig, auch im vor allen Dingen Wirtschaftsbereich und in der Außenpolitik, was nicht einer ganz kleinen Clique von Amerikanern nutzt. Und das ist auch der Grund, warum der von uns jetzt sehr beklagte neue Präsident gewonnen hat. Niemand hat ihm ja zugetraut, er würde gewinnen, aber er hat sich an die Amerikaner gewendet, die mehr und mehr sagen, ja, uns vertritt keiner.
Und das soll nun dabei auch sein Bewenden haben, denn wir haben noch eine ganze Zeit vor uns. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Ich würde Ihnen aber sehr raten, sich mit Amerika auch in dieser Richtung zu beschäftigen, weil das eben leider Gottes keiner tut. In Deutschland macht das niemand. Ich kenne ja einige Bundestagsabgeordnete recht gut. Und nachdem ich da vor 2 Jahren auf einem CDU-Kreisparteitag, ich saß unten und derjenige stand oben und gab seine Lügentiraden preis, ich konnte es nicht mehr aushalten, er sah mich ja. Und ich wusste, dass alles, was er da sagt, nicht stimmt. Ja, ich bin dann rausgegangen und habe dann mit einigen Jüngeren diskutiert, die, und das kennzeichnet auch unser System, die Gefahr unseres Systems, die sagten mir, ja, Herr Eifler, was sollen wir denn tun? Wir sind doch deshalb in die CDU gegangen, weil wir meinen, unsere führenden Leute wüssten das alles besser, die würden uns doch nur richtig informieren können. Ich sage, Kinder, ihr seid nach wie vor noch sehr naiv. Aber gut, okay, jetzt geht es zur Rolle der USA in Europa. Warum ist überhaupt dieses Thema so erwähnenswert? Nun, wenn wir die gesamte Welt anschauen, dann ist das klar. Amerika und Europa haben natürlich viel gemeinsam. Sie haben eine wesentlich zunächst einmal gemeinsam geprägte Kultur. Und wir dürfen nicht übersehen, dass England eben lange Zeit ein Stück, ein wesentliches Stück Europas war, wenn auch mit besonderen Zielsetzungen, die auch in der Auseinandersetzung jetzt zwischen Europa und Amerika immer noch eine Rolle spielen. Wir dürfen nicht vergessen, dass England sich immer als besonderer Staat gefühlt hat und nachdem er evangelisch geworden ist, besonders, denn da hat es etwas gegeben, worauf ich dann nachher noch mal kurz eingehen werde. So, und wenn wir jetzt zur Rolle eben Amerikas kommen, in der Bedeutung auch für uns, dann sollten wir zunächst mal vielleicht uns bei dem informieren, der dazu ein lange Zeit maßgebendes Buch verfasst hat, das ist der polnische Amerikaner Brzezinski, der lange Zeit ja Sicherheitsberater vieler amerikanischer Präsidenten war und 57 ist das Buch hier bei uns erschienen, die einzige Weltmacht, die Vorherrschaft oder die Strategien zur Vorherrschaft der amerikanischen Nation. Ein auch immer noch sehr spannendes Buch, was natürlich seine Ursachen hat, die kaum mehr einer kennt. Denn da muss man in Geschichte einsteigen, wer tut das? Dazu muss man lesen können, wer kann in Deutschland auch lesen? Also das ist ja etwas schwierig. Aber Brzezinski schafft oder fasst zusammen, die Vereinigten Staaten beherrschen, jetzt zitiere ich, sämtliche Ozeane und Meere. Sie verfügen auch über die militärischen Mittel, die Küsten mit Amphibienfahrzeugen unter Kontrolle zu halten, mit denen sie bis ins Innere eines Landes vorstoßen und ihrer Macht politisch Geltung verschaffen können. Amerikanische Armeeverbände stehen in den westlichen und östlichen Randgebieten des eurasischen Kontinents. Da spielt Europa wieder eine große Rolle. Wir kommen darauf noch intensiver zurück und kontrollieren außerdem den Persischen Golf. Zitat Ende. Und außerdem, so Brzezinski weiter, stehe das gesamte nördliche, westliche und südliche Europa, dazu ein großer Teil von Nah- und Mittelostasien, unter geopolitischer Kontrolle Amerikas. Er spricht dann auch davon, dass der gesamte eurasische Kontinent übersät sei mit amerikanischen Vasallen und tributpflichtigen Staaten. Diese nette Beschreibung passt allerdings nun sicher auf die Bundesrepublik. Ich will das nicht sehr weit ausholen, aber nur als kleiner Blick und zur Erinnerung, Sie wissen das, in Amerika, in Deutschland sind immer noch 40.000 Amerikaner stationiert an strategisch wichtigen Stellen und für die Amerikaner spielt gerade die Bundesrepublik im Konzert mit Europa eine ganz große Rolle, eigentlich die überragende Rolle, von der Condoleezza Rice, sie war ja lange Zeit Außenpolitikerin, gerade auch in der Zeit der deutschen Wiedervereinigung, wo sie dann 20 Jahre später in einem Spiegel-Interview erzählt, das muss man sich reintun. Natürlich liest keiner sowas oder behält sich das nicht. Auf die Frage der Spiegel-Redakteure, was ist denn Ihrer Meinung nach falsch gelaufen an der deutschen Wiedervereinigung, ich ergänze kleine Wiedervereinigung, da sagt sie eigentlich nichts. Nur Kleinigkeiten. Ja, wieso das denn? Ja, das war doch toll. Wenn Deutschland irgendetwas anders gemacht hätte, dann wäre wahrscheinlich die NATO zerbrochen. Dann wäre damit unser, ich übersetze das jetzt in andere Dinge, die auch so gesagt wurden, unser europäischer Flugzeugträger gesunken.
Die NATO wird zerbrochen. Der Motor, der die Besetzung für uns, ganz Europas, zur Grundlage hat, wäre dann nicht mehr da gewesen. Das sagt eine kluge amerikanische Außenpolitikerin. Wir verstehen das nicht. Wir finden das bejubelnswert, dass wir immer noch Atomwaffen bei uns haben heute und immer noch 40.000 Besatzer, weil wir immer noch glauben, bitte, vor 2 Jahren hat mir eine CDU-Ratsfrau von Königswinter in einem Gespräch eigentlich mehr oder weniger mitgeteilt, naja, die Sowjetunion gibt es ja immer noch. Also auch CDU-Leute, die sich mit Politik beschäftigen, haben heute noch nicht verstanden, dass es die Sowjetunion nicht mehr gibt. Das ist kein Witz. Es ist so. In ganz vielen Bereichen, auch in meiner Familie, gibt es eine sehr kluge Frau, sehr handfest, sehr praktisch veranlagt, die mit mir sich immer noch zankt, so langsam beginnt sie zu begreifen, dass sie vielleicht auch recht haben könnte, die immer noch sagt, ja, ohne die Amerikaner würden wir ja gar nicht da sein. Okay, diese Meinung war ich ja früher auch. Ich kann mich auch immer noch, um das ganz klar zu sagen, entsinnen, auf den Geschmack des amerikanischen Maisbrotes, den wir hatten. Nun muss man sagen, es war nicht die amerikanische Regierung, sondern es waren vor allen Dingen Privatbereiche Amerikas, die Care-Pakete geschickt haben, die vieles andere auch möglich gemacht haben. Und es ist auch zu warnen davor, etwa zu glauben, dass der Marshallplan aus reiner Nächstenliebe geschaffen worden wäre. Nein, das hatte ganz reale Gründe, unter anderem auch die, dass im Marshallplan die Deutschen die einzigen waren, die ihre 1,6 Milliarden Dollar zurückgezahlt haben. Die anderen haben sie kostenlos gekriegt zum Wiederaufbau. So, also gut, wenn es aber so ist, dass die geopolitische Kontrolle Europas durch die Amerikaner eigentlich total ist, in Deutschland sowieso, ach so, vielleicht da nur noch eine kleine Geschichte. Im vorigen Jahr hatte der Deutschlandfunk einen hellen Moment und hat etwas berichtet über den Bau des größten amerikanischen Krankenhauses außerhalb der USA. Wo wird das gebaut? Bei Ramstein. Das kann man ja heute nicht mehr Ramstein nennen, sondern das ist ja amerikanisiert. Das ist ja Klein-Amerika in Deutschland. Und dort wird ein Krankenhaus gebaut, das soll etwa 1 Milliarde Dollar kosten. Von diesen Kosten übernimmt Deutschland etwa 150 Millionen, wenn es stimmt. Das ist die Veröffentlichung im Deutschlandfunk. Auch da darf man nicht immer glauben, was da gesagt wird. So, und zur Behandlung sind nur Amerikaner vorgesehen. Und zwar dokumentiert das ein bisschen. Ich will es nicht ausführen, aber Sie sind klug genug, sich das vorzustellen, um die vielen Kriegsopfer der Amerikaner gut zu behandeln. Denn wir sind auch da die Drehscheibe. Wir haben alle Angriffshandlungen der Amerikaner seit 1999 mitgemacht, verstoßen deshalb laufend gegen unser Grundgesetz. Wir sind eine Angriffsnation geworden. Das ist uns gar nicht klar. Denn selbst wenn zum Beispiel Herr Schröder durch die Lande zieht und sagt, ich habe mich ja nicht im Irakkrieg eingemischt, ist das eine Falschaussage. Warum? Weil nach dem Völkerrecht derjenige, der Angriffshandlungen von seinem Land nicht unterbindet, sondern sie auch sogar unterstützt und fördert, selbstverständlich völkerrechtswidrig handelt. Nur die UNO ist ja berechtigt, solche Dinge zuzulassen. Aber gut, das interessiert uns alles am Rande ja nicht mehr, denn die Deutschen haben im Wesentlichen die Kunst, politisch zu denken, verlernt. Und deshalb finde ich es ganz spannend, dass gerade die Deutschen aus dem mitteldeutschen Raum sehr viel heller, sehr viel wacher, vieles wahrnehmen, als wir das tun. So, aber damit Amerika jetzt auch nochmal vorgestellt wird als eine Sache, die die Weltherrschaft durchaus rechtfertigt, die ja im Wesentlichen beruht auf 3 Dingen, nämlich auf der wirtschaftlichen, der militärischen und politischen Fähigkeit, möchte ich doch nur ein paar Dinge ganz kurz dazu klar machen. Das ist also einmal dies hier. Nun, das ist Ihnen wahrscheinlich ja bekannt, aber zur Erinnerung ist es vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Und deshalb lege ich das mal auf. Das sind also die Wirtschaftszahlen für 2014. Und da sehen Sie, die Dominanz der Amerikaner ist schon gewaltig. Das ist das Bruttoinlandsprodukt in Billionen. Ich habe daneben auch die Landfläche geschrieben, denn das gibt auch wieder einen interessanten Zusammenhang. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass allein diese Statistik erledigt die amerikanische Behauptung, Russland sei eine Gefahr für die Vereinigten Staaten. Warum? Ganz einfach. Schauen Sie sich an,
Die Wirtschaftskraft von Russland beträgt etwa ein Zehntel. Die Größe des Landes beträgt das Doppelte. Und wenn wir jetzt nur ein ganz kleines bisschen noch aus dem Geografieunterricht mitgekriegt haben, weiß man, dass die Voraussetzung, eine Großmacht oder gar Weltmacht zu sein, für Russland nicht existent ist. Die lange Zeit mit als Supermacht geführt zu werden, Entschuldigung, jetzt bin ich hier weggelandet, also gut, darf ich ja nicht. So, beruhte eben auf den Atomwaffen, auf nichts sonst, denn man könnte jetzt das an den vielen geografischen Unterschieden abarbeiten, aber ich glaube, das brauche ich hier nicht. So, also, das ist das eine. Dann kommt eine zweite Geschichte dazu, nämlich zur Wirtschaft gehört ja ganz wesentlich die Geldpolitik. Und auch da ist doch einiges zu sagen, was für die Amerikaner sehr schmeichelhaft ist, für den Rest der Welt weniger. Nämlich, Geld ist das Blut im Körper jeder Wirtschaft. Deshalb lohnt die Frage, wie im weitesten Sinne die Vereinigten Staaten mit ihrer Währung umgehen. Für manche von Ihnen dürfte überraschend sein zu erfahren, dass die Amerikaner schon 1905 oder 6, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, einigen wenigen Banken das Recht übertragen haben, Dollar zu drucken auf ihre Rechnung. Das kontrolliert der Staat nicht. Das macht den Betrug in einem Staat wie Amerika zur Regel. Also allein das könnte Ihnen klar machen, warum die amerikanischen Banken die größten der Welt sind. So, denn sie können Geld nach Belieben drucken. Und dazu kommt jetzt etwas, was der amerikanische Staat, also die Politik, beigetragen hat, nämlich 1944 trafen sie in Bretton Woods, das ist ein kleines Örtchen in der Nähe von New York, die Finanzminister vieler Länder, da war die deutsche Niederlage ja absehbar, um nach dem Zweiten Weltkrieg die Weltfinanzen wieder zu ordnen. So, und dabei zeigte sich natürlich die Dominanz der Vereinigten Staaten in allen Bereichen. So, der Dollar wurde damals zur Leitwährung erklärt, durch die Zustimmung auch der anderen Staaten. Die fanden das nicht schlecht, war ja auch verständlich, denn Amerika war die einzige Macht, die in vielen anderen Bereichen auch positiv eingreifen konnte, wie viele glaubten, und durchaus ja auch zunächst das so war. Dabei wurden festgesetzte Wechselkurse vereinbart und so weiter. So. Da wurde auch der IWF verhandelt und eingeführt und ja, auch da war das natürlich eine amerikanische Vereinigung. Zwar sollten alle beteiligt werden, sind auch pro forma, aber Leiter des Internationalen Währungsfonds war bis zur Ernennung von Frau Lagarde, die ja erst vor einigen Jahren ernannt worden ist, die Französin, immer ein Amerikaner. Und die Behörde sind ungefähr 2.500 bis 2.800 Leute, die da in Amerika beschäftigt sind, war natürlich durchweg amerikanisiert. Und zwar nicht mit den positivsten Leuten. Das dürfen Sie mir glauben. Eigentlich hehre Ziele, nämlich man wollte den Welthandel fördern, Stabilität der Wechselkurse fördern und so weiter. Das ist ja auch alles gut, nur das hat sich im Laufe der Zeit gewaltig pervertiert und was heute auf der Welt passiert, sehen wir ja. Wir laufen, und davon bin ich leider fest überzeugt und viele andere auch, das ist nicht meine Meinung, hören Sie Herrn Fratscher, hören Sie Herrn Sinn und viele andere der bekannten und berühmten Professoren Deutschlands, wir laufen auf einen riesigen Finanzcrash zu und der ist im Wesentlichen durch den amerikanischen Fiat Money, durch das Fiat Money System bedingt, denn die Amerikaner können Geld drucken und Geld war früher immer ein Äquivalent zu etwas, nämlich eine Kuh in Pecunia non olet, also gut. Eine Kuh hatte einen realen Wert und konnte eingetauscht werden gegen andere Güter. Das ist der Grund der Geldwirtschaft. Da eine Kuh normalerweise im Portemonnaie etwas groß ist, wenn man ein Auto kaufen will, hat man gesagt, wir machen es einfach, indem wir Geld machen. Aber dieses Geld sollte einen realen Gegenwert haben. Hat es früher auch, indem es zum Beispiel monetarisiert durch Metalle war, durch Edelmetalle, vor allen Dingen durch Gold. Daran maß sich alles. Und Gold hat seinen Wert immer behalten, durch alle Jahre, durch die Jahrtausende. Das ist ein realer Gegenwert für etwas, was man damit eintauschen kann. So, aber ein Dollar ist kein realer Gegenwert, der ist nicht mal, doch, der ist gerade das Papierwert, auf dem er gedruckt worden ist, denn
das Zahlungsversprechen, das Versprechen, dass ein realer Gegenwert dahinter ist, der existiert nicht. Den gibt es nicht. Deshalb nennt man das als Fiat Money. Das ist aus dem Nichts geschaffen. Und wenn man eine Stellung erreicht, in der man das machen kann, dann kann man natürlich gewaltige Geldmengen schaffen. Ich will darauf nicht weit eingehen, aber vielleicht eine Kleinigkeit machen, die auch zur Wirtschaftskraft der Vereinigten Staaten gehört, nämlich, wenn Sie die Politik Amerikas verfolgen, dann wissen Sie, die Amerikaner versuchen, das Weltmonopol für Öl- und Gaswirtschaft zu erringen. Das haben sie auch fast geschafft, und zwar durch eine ganz einfache Geschichte. Das ist zunächst nichts Schlimmes. Die Amerikaner waren die prädestinierte Nation dazu. Warum? Weil sie am Ende des Ersten Weltkriegs die einzige Nation waren, die schon voll motorisiert war. Also sie brauchten große Erdölmengen und haben das zunächst aus ihren Quellen decken können. Nur Ende der 70er Jahre war es damit vorbei. Nun mussten auch die Amerikaner Öl kaufen. So, und da haben sie etwas Tolles hingekriegt. Zugegeben, die Saudis haben da mitgeholfen. Das ist auch einer der Gründe für die in meinen Augen sehr zweifelhafte Freundschaft zwischen den Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien. Nämlich, die Saudis haben gesagt, also wir wollen nur das Öl verkaufen gegen Dollar, das ist uns sicher. Stimmt, war damals auch sicher, weil die Amerikaner die einzigen waren, die Zahlung erzwingen konnten, zur Not gegen Anzettelung eines Krieges, haben sie reichlich gemacht. So, als die Saudis als größter Lieferant aus dem persischen Bereich damit anfingen, fanden andere das auch toll, und so kam es, dass also rund um den Persischen Golf die Leute dann den zu beliefernden Staaten sagten, okay, wir handeln mit euch gerne, aber gegen Dollar. Und das brachte den Dollar in eine unglaubliche Situation, nämlich, wenn heute jemand auf dem freien Markt jemand Öl kaufen will, braucht er Dollars. Also das heißt, er muss zu den amerikanischen Banken laufen und sich das Geld leihen. Das gibt für die Amerikaner einen gewaltigen Gewinn. Übrigens nebenbei, ich kürze das jetzt ab, alle Kriege, die die Amerikaner in den letzten Jahren angezettelt haben, es gibt davon sehr viele, interessantes Buch von Daniel Ganser, einem Schweizer, der da die letzten 15 Kriege der Amerikaner genau untersucht und sagt, sie sind alle völkerrechtswidrig, sind alle egoistisch, sie dienen nur der amerikanischen Wirtschaft und sonst niemand. Vielleicht nur dazu, ja, ein kleines Beispiel, wie rücksichtslos man dabei ist. Und bitte, jetzt kommt man nicht wie mein Nachbar, mit dem ich vor einiger Zeit da diskutiert habe, und wir sagen, also die Amerikaner haben so viele Leute nach dem Zweiten Weltkrieg umgebracht, das ist eigentlich gigantisch. Die gehörten alle auf einen Nürnberger Prozess. Typische deutsche Antwort von typischen deutschen umerzogenen Leuten. Ja, und was haben denn die Deutschen gemacht? Denken Sie doch nur an die vielen Judenmorde. Das ist ganz typisch für eine unterworfene Nation, die das verinnerlicht hat, was der Amerikaner, der aus Deutschland stammte, natürlich Lippmann, ein wichtiger Journalist, sagte, eine Nation ist erst dann besiegt, wenn sie glaubt, was der Sieger sagt. Typische Formulierung, ich könnte dazu noch viele anbringen, aber das. So, im zweiten Golfkrieg, ja eigentlich müsste fast sagen dritter Golfkrieg, der erste war ja der zwischen Irak und Iran, wo die Deutschen oder überhaupt die ganze Welt belogen worden ist von der Vereinigten Weltpresse aus Amerika, nämlich man würde ja niemanden unterstützen. Und die USA hat diesen Krieg finanziert für die Irakis, nämlich der geschasste Saddam Hussein, den man dann umgebracht hat, gegen jedes Völkerrecht. Saddam Hussein ist nicht mein Freund, ganz sicher nicht. Also im Gegenteil, ich finde ihn gar nicht gut. Nur, den einfach umzubringen, ohne Recht und Gesetz, das ist einfach Mord. Aber okay, das ist nicht so tragisch. Damals haben die Amerikaner eine Flugverbotszone eingerichtet und haben ein Programm eingerichtet, natürlich nicht in unmittelbarer Auswirkung der amerikanischen Außenpolitik, sondern über die UN haben sie das gemacht, geschickt, wie sie natürlich sind. Ja, Lebensmittel gegen Öl. Also der Irak durfte Öl verkaufen und für dieses Geld dann Lebensmittel kaufen und auch anderes so. Aber dieses
Ding ist so gelaufen, dass der erste Verwalter, der von der UNO eingesetzt wurde, ein Kanadier, nach 2 Jahren die Brocken hingeschmissen hat, gesagt, das ist unglaublich, die Amerikaner behindern alles. Es ist eine Unmöglichkeit. Dann hat ein Deutscher das übernommen, nämlich Graf Sponeck, der ein interessantes Buch dazu geschrieben hat, sehr lohnend das zu lesen, weil niemand das weiß. Und der hat dann nachgewiesen, ja, dass durch dieses Prinzip, sollte man ja alles positiv, toll, also die können Öl verkaufen und dafür können sie Lebensmittel einkaufen, Arzneien einkaufen und so weiter und so weiter, sind etwa 1,5 Millionen Iraker umgebracht worden, davon etwa 550.000 Kinder. Als man die damals nach Condoleezza Rice im Amt befindliche Frau Albright, Außenministerin, dazu fragte, sagte dieses Weib, also Hitler hat sowas nicht fertiggebracht. Ja, das war doch gut. Zur Durchsetzung der Flugverbotszone war das doch ein angemessener Beitrag. Können Sie sich das vorstellen? Das hat nicht mal Hitler fertiggebracht. Aber es ist ja eine Amerikanerin und das weiß man in Deutschland kaum. So, und jetzt nur noch eine letzte Zahl, damit man sich vorstellen kann, die Dimension, in der die Geldströme sich bewegen. Wenn Sie die Erdölproduktion der Welt sich angucken, dann war das also für 2014 die Weltproduktion etwa 4,2 Milliarden Tonnen. Davon gehen natürlich viele Millionen ab, die von Ländern selbst verbraucht werden, die das Öl produzieren, zum Beispiel Russland. Von den produzierten damals knapp 600 Millionen Tonnen hatte Russland einen Eigenverbrauch von gut 200 Millionen. Und so auch die Chinesen haben ihr gesamtes Erdöl verbraucht, die Amerikaner im Wesentlichen. Also muss man abziehen, so bleiben zum Handel, zum Welthandel ungefähr 3 Milliarden Tonnen übrig. 3 Milliarden Tonnen müssen finanziert werden über Dollars. Nun, rechnen wir ganz kurz, so eine Tonne Erdöl sind etwa 6 Barrel, 159 Liter. Und jeder Barrel, nehmen wir einen Durchschnittspreis, der schwankte damals zwischen 40 und 120 Dollar, also wir nehmen mal 60 Dollar, dann müssen Sie dafür, um die Finanzierung nur aufzuwenden, 1,1 Billion Dollar kaufen. Ja, und wo? Bei den amerikanischen Banken. Ein Riesengeschäft. Ich will nur die Dimension damit aufzeigen, es ist also nicht so wichtig. So, und das ist für alles, was passiert, so. Und auch der versteckte Krieg, den die Amerikaner vor allen Dingen mit den Franzosen angefangen haben in Syrien, hat natürlich auch nur mit Erdöl zu tun, aber jedenfalls nichts mit Demokratie oder Freiheitsrechten oder Ähnlichem. Das wäre ein grober Irrtum, wenn man das annimmt. So, und damit man auch noch sieht, wo die Musik spielt in der Militärtechnik, habe ich Ihnen dann auch noch mal so eine Folie zusammengestellt, um zu zeigen, wie überlegen da die Amerikaner sind und was man damit alles anfangen kann. Manche anderen Dinge behalte ich für mich, denn das wäre vielleicht zu grausam. Aber hier nur zwei Folien. Die eine zeigt die Militärausgaben insgesamt. Ich glaube, das ist die obere. Nee, die untere. So, für 2012. Jüngere Zahlen konnte ich nicht kriegen, weil die erst im Nachhinein zusammengestellt werden von der SIPRI. Das ist die einzige Institution in Dänemark, die sowas weltweit macht. Und da haben die Amerikaner 680 Milliarden für die Rüstung ausgegeben. Dazu, es fehlen aber noch etwa 80 Milliarden, die allein die Spionageeinrichtung der Amerikaner kosten. Vielleicht halten Sie das mal zusammen, vor allen Dingen jetzt mit der Ukraine-Krise und sowas, ja, dann kommen Sie ganz fürchterlich, auf ganz fürchterliche Gedanken. So, dann kommt China als Staat, der immer kritisiert wird in der deutschen Presse, die geben schon wieder 10% mehr für Rüstungsausgaben aus. Ja? Wie irreal solche Märchen bei uns sind, zeigt sich an der Zahl, was die Amerikaner machen. Da heißt es nicht, nun schafft mal endlich eure 10 atomgetriebenen Flugzeugträger ab. Löst doch mal die 7. oder 5. oder 6. Flotte auf, ja, mit denen sie vieles beherrschen. Nee, das hört man natürlich nicht. So, und dann kommt Russland, weit abgeschlagen, mit 90 Milliarden Dollar. Das heißt, die Russen geben für die Rüstung weniger aus als England und Deutschland zusammen. Aber das ist ein kleiner Unterschied von der Staatsgröße und von der Staatsverantwortung.
Damit werden wir belogen von morgens bis abends. Allein wenn man diese Zahlen sieht, dann sieht man, was die Amerikaner eigentlich im Sinne haben. Und dazu kommt dann das Nächste, das ist dann auch logisch. Ja, wer gibt das meiste Geld für dann die Rüstungsgüter aus? Da habe ich Ihnen da so ein paar Zahlen eben zusammengetragen. Rheinmetall ist der größte deutsche Rüstungshersteller. Die produzieren natürlich erheblich mehr Waren als 3 Milliarden. Das ist der Anteil an Rüstungsgütern. So, das sind 3 Milliarden. So, und gucken Sie sich an, Lockheed Martin, Boeing, BAE Systems, also größter in Great Britain und so weiter. Also fast alles amerikanische Konzerne, die das machen. Und vielleicht dazu die alte Auffassung von Herrn Eisenhower, der durchaus kein Kind von Traurigkeit war, der damals als amerikanischer Präsident immer wieder gesagt hat, passt auf den militärisch-industriellen Komplex aus, die sind gefährlich. Nun, Sie können sich vorstellen, die Leute wollen nicht nur Rüstungsgüter herstellen, sie wollen sie durchaus auch anwenden. Und Sie dürfen mir glauben, ein Mann wie Herr Obama, der den Friedensnobelpreis dafür kriegt, dass er über Deutschland 147 Morde angeordnet hat, der ist natürlich auch bereit, anderes zu tun. Logisch. Er muss ja auch vorher schwören, das wird ihm gesagt bei der Vereidigung, sind Sie bereit zu töten? Wenn er sagt nein, dann wird er nicht Präsident. So einfach ist das. Also gut. Okay, lassen wir das jetzt mal. Ich glaube, es ist sicher deutlich genug. Ja. Das Geld wird nun überall auf der Welt eingesetzt, zum größten Teil für den Unterhalt von Militärbasen. Ich habe hier gerade in Deutschland gezeigt, wie viele amerikanische Militärbasen es allein in Deutschland gibt. Insgesamt sind es nach offiziellen Erklärungen der Amerikaner 700 offizielle Militärbasen überhaupt auf der Welt. In 38 Ländern sind insgesamt 250.000 US-Soldaten stationiert. Es gibt aber auch darüber hinaus eine Menge Vereinbarungen der Vereinigten Staaten mit anderen Ländern, wonach die Amerikaner immer, wenn sie das wünschen, auf andere Militärbasen zugreifen können, sodass man insgesamt eine Zahl nennt von etwa 1.000, die auf der Welt überall verbreitet sind, vor allen Dingen das spielt nachher auch wieder eine Rolle, halten Sie es schon mal im Gedächtnis, den eurasischen Kontinent herum, ja, so überall an den Grenzen. Und dazu kommt noch etwas, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können, dass die Amerikaner die ganze Welt aufgeteilt haben, generalstabsmäßig in einzelne Bereiche, aus denen kriegerische Optionen überall geplant werden, für die ganze Welt. Wir sind auch dankbare Abnehmer so einer Sache. Wir haben eine US AFRICOM bei uns in Stuttgart, wo die Kriege in Afrika geplant werden von den Amerikanern. Also es sind hochinteressante Sachen, wenn man sich damit beschäftigt. Ich will das jetzt mal lassen. So, die politischen Dinge ergeben sich aus den wirtschaftlichen und militärischen. Logisch, denn Wirtschafts- und Militärmacht zusammen bieten die beste Grundlage für politische Präsenz überall. Ich will es zunächst auch einmal auf etwas Positives reduzieren, denn nach dem Krieg hatte die Welt große Hoffnungen mit der von den Amerikanern betriebenen UN. Die UN ist ja von den Amerikanern damals vorbereitet worden und das muss man einfach sagen, es ist ja eine unglaublich wichtige Organisation, die auch viel Gutes tut, vor allen Dingen, wenn sie nicht von den Amerikanern betrieben wird. Aber man darf das nicht so einfach aus der Welt nehmen, denn heute funktioniert die UN an vielen Stellen nicht. Das hat verschiedene Gründe. Auf einen komme ich gleich noch. Aber da sollte man nur mal ganz kurz gucken, worauf denn die UN beruht. Eigentlich toll, eigentlich alles super Sachen. Nämlich, ich habe Ihnen das braucht man nicht alles, aber so ein paar Dinge sollte man doch zur Kenntnis nehmen. Also was will man? Das sind also die internationalen Ziele da oben. Man will die internationale Sicherheit gewähren und damit den Weltfrieden und will damit und zu diesem Zweck Kollektivmaßnahmen vereinbaren
die also Kriege nach Möglichkeit im Vorfeld dämpfen oder gar nicht erst aufkommen lassen. Das ist ja eigentlich toll. Und das soll durch friedliche Mittel nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit und des Völkerrechts bereinigt oder beizulegen sein, wenn irgendwo Konflikte sind. Ist ja eigentlich großartig. Hat der Völkerbund ja auch schon versucht in 20er, 30er Jahren. Hat nicht funktioniert. Nun dachte man, okay, neuer Anlauf könnte ja super sein. Vor allen Dingen mit der amerikanischen Macht dahinter. Und obwohl der Truman, rücksichtslos wie Amerikaner nun mal sind, zwei Atombomben hat schmeißen lassen, war er doch davon überzeugt, dass es ein günstiger Weg sein könnte. So, und die anderen Sachen lasse ich mal. Dann kommen wir auf den Artikel 2 der UNO-Satzung. Und das ist also zu den Grundsätzen etwas ganz Wesentliches. Nämlich, das ist auch deshalb hier der erste Satz, der hier steht. Auf weiteres will ich nicht eingehen, aber ich glaube, das ist klar. So sieht auch die gesamte Weltfamilie an Staaten das Zusammenwirken der Welt. Nämlich so, wie es hier festgelegt ist. Die Organisation beruht auf dem Grundsatz der souveränen Gleichheit aller ihrer Mitglieder. In der EU wird das zum Teil ganz ordentlich umgesetzt, jedenfalls vom Sinn her, ob immer sinnvoll von der Ausführung, darf bezweifelt werden, aber immerhin. Das ist von den Vereinigten Staaten so durchgesetzt worden. So, okay. Ja, jedenfalls ist eins klar, wer sich nicht dran hält, sind heute vor allen Dingen die Amerikaner. So, dann gibt es eine zweite, ebenfalls sehr wichtige Gründung dazu und da sind wir wieder mitten in Europa, nämlich die zweite wichtige Gründung ist die NATO. War verständlich, gerade wir in Europa haben das ja sehr intensiv erfahren und gerade die Deutschen, das Vorrücken einer hochaggressiven Ideologie, wie es der Kommunismus nun mal ist, hat uns in Deutschland und in anderen Teilen auch Europas dazu gedrängt, uns zusammenzuschließen zu einem Abwehrzentrum. Und das funktionierte nur in Europa und war auch da nur sinnvoll, aus verschiedenen Gründen, irgendwo komme ich da nachher nochmal darauf. Neben Kanada waren, und den USA waren das ja nur europäische Länder, die damals die ersten Mitglieder der NATO bildeten. Und auch da ging es darum, in der Präambel steht das, die Mitglieder bekennen sich zu Frieden, Demokratie, Freiheit und der Herrschaft des Rechts. Und sie haben sich zu gegenseitigem Beistand verpflichtet, aber nur zur Verteidigung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nun, allerdings ist selbst in diesem NATO-Vertrag damals auch verständlich eine Klausel eingebaut, nämlich danach sollen die NATO-Staaten entscheiden können, ob der UNO-Sicherheitsrat die richtigen Schritte unternommen hat. Man weiß, warum das so ist, weil im Sicherheitsrat ja das Vetorecht besteht und damals die Sowjetunion und China sehr häufig dann dieses Veto eingeleitet haben. Als konkrete Aufgabe ihm diente damals vor allen Dingen die Abschreckung des Gegners, nämlich Warschauer Pakt mit ihrem Führerstaat Sowjetunion. So, das ist ja auch ganz vernünftig. Ja, das kann ich hier mal weglassen. So, und die Frage ist jetzt, wie und worauf sollte sich die Sicherheit und die Sicherung in Europa vor allen Dingen beziehen? Und da hat Brzezinski eben ganz klare Zielsetzungen mitgeteilt. Eine möchte ich davon mal zeigen. Das ist dieses hier. Sie sehen also Europa und dann da einen großen schwarzen Kringel drum und da fällt Ihnen wahrscheinlich etwas auf. Da steht Frankreich, dann steht da Deutschland, Polen und Ukraine. Wenn Sie jetzt die letzten Jahre mitverfolgt haben, dann wissen Sie, was die Amerikaner wollen. Sie möchten die Ukraine unter den Nagel sich reißen und tun seit vielen Jahren alles dazu. Und wie Frau Nuland ja richtig sagte, naja, die 5 Milliarden Dollar, die man da investiert hat, haben sich ja gelohnt. Ja, so ungefähr. Sie kennen das mit dem Putsch am sogenannten Maidan, wer da die Scharfschützen organisiert hat und so, das ist bis heute nicht geklärt. Also wenn Sie sagen, das war der amerikanische Geheimdienst, dann haben Sie sicher nicht ganz Unrecht. Belegbar, dass Sie das nicht waren, ist es nicht. Also ich formuliere vorsichtig. Gut, Frankreich,
Deutschland, Polen und Ukraine. Frankreich und Deutschland. Das sind für Brzezinski und für die Amerikaner die Hauptakteure in Europa. Und zwar macht der Brzezinski das natürlich toll. Er ist ein kluger Mann und schreibt toll. So freundlich, wenn man das Buch liest, man dachte, das ist ja ein netter Mann, ein netter älterer Herr. Also ist ja alles so lieb geschrieben. Ja? Aber die dahinterliegenden Geschichten sind knallhart. Die ganzen anderen Rest Europas lässt er eigentlich in der Versenkung verschwinden. Es gibt zwei maßgebliche Leute, Länder in Europa, auf die es die USA Wert legen, das in Deutschland und Frankreich. Darüber lässt es sich hier umfangreich aus. Warum nicht über England? Nun ganz einfach, von den Engländern meint er, die gehören ja sowieso zu uns, das ist ja alles, was die machen. Das und außerdem eine Weltmacht oder eine Großmacht sind sie sowieso nicht mehr, legen auch keinen großen Wert mehr drauf. Also die Musik spielt zukünftig in Europa, in Frankreich und Deutschland. Für Deutschland ist ihm besonders wichtig, deshalb auch Condoleezza Rice, viele Jahre später, die sagte, das war der Glücksfall, die Wiedervereinigung Deutschlands war toll, damit haben wir unsere Machtposition in Europa gestärkt. Das war der entscheidende Punkt, Europa zu erhalten als amerikanischen Flugzeugträger und als wichtigsten Punkt der Gegenküste. Transatlantische Union wird ja immer so gefaselt bei uns und man merkt nicht, dass das eigentlich den Vasallenstatus aufrechterhält, aber das ist egal. So, für Frankreich sagt er viel Positiveres. Warum Polen? Nicht nur, weil er Pole ist, das ist natürlich auch ein Grund, er hält die Polen für viel wichtiger, als sie sind, aber es hat eine andere Funktion. Vielleicht können Sie sich das vorstellen, wenn Sie die heutige Zeitungsberichterstattung sehen, dass auch die Deutschen, da gibt es jetzt den Dreierpakt Frankreich, Deutschland, Polen, oder von Amerika her gesehen, eine neue Sperre zwischen Deutschland und Russland, nämlich die Länder um Polen herum bis nach Möglichkeit runter ans Mittelmeer. Ja, so, das soll getrennt werden. Deutschland soll also möglichst weit weg von Russland. Und die Ukraine, darauf komme ich dann nachher noch ganz zum Schluss, ist eigentlich der wichtigste Punkt im jetzig möglichen Spiel gegen die Sowjetunion bzw. gegen Russland. Nämlich, ich sage das jetzt schon mal, vielleicht haben wir nachher keine Zeit mehr so, in der Gesamtstrategie, die seit über 100 Jahren existiert, ist die Ukraine das Schlachtfeld, auf der sich die Weltmacht und die Weltherrschaft entscheidet. Warum? Darauf nachher. So, also das war jetzt dieser Bereich und ähnlich sieht das der, um nochmal darauf extra hinzuweisen, der widmet Brzezinski den beiden Playern, den wichtigen Playern in Europa, nämlich Deutschland und Frankreich, ein extra kleines Kapitel und macht das dann auch in so einer Karte deutlich. Und auch da sehen Sie wieder, Frankreich ist eher, naja, also Ost-Mitteleuropa ist den Franzosen relativ egal. Für die Franzosen ist eher der Mittelmeerraum, Macron macht das ja auch. Und insofern hat der Brzezinski völlig recht mit seiner Einschätzung, auch wenn die inzwischen fast 20 Jahre alt ist. Aber er hat durchaus recht mit ganz vielen Sachen. Aber er weiß auch, warum er das sagt und warum die Amerikaner so dahinterher sind, dass der Vasallenstatus Deutschlands erhalten bleibt. Logisch. Darauf komme ich noch und wenn Sie hin und wieder Zeitung lesen, dann haben Sie sicher schon mal von Herrn von der Stratfor gehört, also einem der großen Beratungsgremien in Amerika, die die Regierung beraten, die ja, immer sagen, also Deutschland darf man nicht zu stark werden zu lassen. Ja, nun ist aber der NATO-Feind verschwunden. Das sollte man nun, hätte man ja annehmen können, nämlich der Warschauer Pakt als Gegner ist auch verschwunden, die Sowjetunion ist verschwunden. Man hätte annehmen können, dass die NATO auch verschwindet, kann sich auflösen. Eine reale Bedrohung aus Russland gibt es nicht mehr. Wenn das gesagt wird, die Amerikaner betonen das dauernd, ja, jetzt in der Strategie, vor 4 Jahren wieder eingeführt, Russland ist der größte Feind. Ja, das ist,
eine Witzvorstellung, das wissen die Amerikaner natürlich auch, aber das wird überall ventiliert, um die Leute geneigt zu machen und diesen Blödsinn zu glauben. Und wer weiß, dass in Deutschland allein heute 192 Gender-Lehrstühle gibt, auch für eine absolut blödsinnige Ideologie, der weiß, dass man in Deutschland heute alles machen kann, wenn man das nur entsprechend mit medialer Gewalt unterfüttert. Also gut. Aber nach den Regeln des DODs hätte man sagen müssen, die NATO wird aufgelöst. Es geschah nicht. Da von Russland und den Warschauer Paktstaaten Angriffe nicht zu erwarten waren, war die Bewaffnung der europäischen NATO-Staaten unnötig. Es sei denn, man hätte damit gerechnet, was Kohl mal gesagt hat, wenn wir den Euro nicht einführen, kann das ein Grund sein, untereinander wieder Kriege zu führen. Aber ich nehme an, so blöd ist im Augenblick jedenfalls in Europa niemand. Es ist zwar richtig, dass auch in der EU ja große Vorbehalte immer noch gegen Deutschland vorhanden sind und uns nur über unsere Presse eingeredet worden ist, wir hätten viele Freunde in Europa. Wenn man genau hinschaut, reduzieren sich die gewaltig. Vielleicht können Sie sich noch entsinnen an die hektischen Besuche von Mitterrand und Maggie Schätzer. Mitterrand und Kohl Hand in Hand auf dem Verdunner Friedhof. Wir sind die unverbrüchlichen Freunde. Und was sagt der begeistert aufgenommene Spruch von Mitterrand damals, als er im Ostblock war? Er liebe Deutschland so sehr, dass er es gerne in mehreren Stücken sehe. Ein guter Freund. Und Maggie Thatcher hat sich natürlich entsprechend auch verhalten. Also, trotzdem aber, die europäischen NATO-Staaten haben an den Vereinbarungen mit Gorbatschow festgehalten. Denn es war damals bei der Wiedervereinigung an vielen Stellen gesagt worden, auch Kohl hat das ja mehrfach betont, auch Gorbatschow gegenüber, dass die NATO nicht über die Grenzen Deutschlands hinaus nach Osteuropa erweitert würde. Nun hat Gorbatschow einen ganz schweren Fehler gemacht, der ihm vorgehalten wird und auch berechtigt. Er hat darauf nicht unbedingt einen extra Vertrag gegründet, das festgelegt wird, auch die Amerikaner halten sich daran. Und Sie wissen, was passiert ist. 2004 gab es dann die große Erweiterungswelle nach Osten, baltischen Staaten, vieles andere auch, ging da hinein. So. Ja, und jetzt passiert wieder etwas, was interessant ist und uns mitgenommen hat. Bitte, damit ganz klar ist, wie das mit der Rolle der NATO ist, die im Prinzip immer nur noch im Wesentlichen europäische Staaten umfasst, dazu gibt es schon ganz früh eine Bemerkung, die bei dem großen Journalisten und dem wirklichen Journalisten Peter Scholl-Latour geschrieben steht, in seinem Buch Russland im Zangengriff. Hat er also vor 20 Jahren geschrieben. Er sagt nämlich ganz klar, also die NATO ist ein Herrschaftsinstrument der Amerikaner in und vor allem über Europa. Aus seinen Gedanken dazu bringt er als Beleg Folgendes. Nämlich er zitiert den Außenminister Russlands damals, 1996, war das Jewgeni Primakow, ein sehr kluger Mann, sah zwar etwas hässlich aus, ziemlich dicklich, rundes Gesicht, und also war nicht schön, aber der ein Gespräch mit dem damaligen Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten Bush führte. Und dieser Stroke Talbot hatte Primakow gegenüber als ein Vorzug der NATO beschrieben, sie sei ein Flugzeug zu vergleichen, in dem die Passagiere in keinen unterschiedlichen Klassen flögen, also seien alle gleichberechtigt. Worauf Primakow antwortete, es sind aber allein die Amerikaner, die im Cockpit dieser Maschine sitzen. Worauf Talbot mit einem wissenden Lächeln quittiert haben soll. So, das ist also das. Und 2002 hat sich nun die NATO-Strategie gewaltig geändert, auch die Auffassung Amerikas, die natürlich allen anderen übergestülpt worden ist. Deshalb die Kriege, die wir dauernd mitmachen. Und zwar hat man sich mit Präventivkriegen beschäftigt. Sie kennen vielleicht den Begriff Wolfowitz, das war einer von den Neokuns, der also Kriegstreiber war, auch gegen Irak und so weiter. Der sagte,
Es muss möglich sein, dass die Amerikaner zur Abwehr von größeren Bedrohungen selber Kriege anfangen. Das ist ein ganz klarer Verstoß gegen die UNO-Recht, gegen jedes Völkerrecht. Das gibt es nicht seit 1907, wo die Hager Landkriegsordnung verkündet worden ist. Das ist schon verboten eigentlich, in vielen anderen Dingen sowieso, aber die Amerikaner halten sich bekanntlich an nichts. Es sei denn, es nutzt sie was. Dann halten sie sich natürlich schon dran, logisch, aber sonst an nichts. So, und in dieser neuen NATO-Doktrin wurde also 2002 festgelegt, Proliferation von Atomwaffen muss auf jeden Fall verhindert werden. Damit stimmten alle NATO-Mitglieder überein. Das war auch vorher ja so eigentlich, aber in dieser Deutlichkeit nicht. Denn da ging es ja nur darum, einen Angriffskrieg zu verhindern. Und da ging es nicht darum, mit welchen Waffen oder sowas. Das wurde jetzt ergänzt. So, dann sollte nächstes Ziel der NATO, Russland und China sollten vor allen Dingen deshalb eingedämmt werden in der sogenannten Containment-Politik. Geht uns nichts an eigentlich, aber wir machen es inzwischen auch. Dann drittens, etwas, was man an sich gut halten kann, Förderung von Demokratie und freier Marktwirtschaft überall auf der Welt. Nun, ich habe gerade etwas gesagt zur Demokratie in Amerika, dann weiß man, was das eigentlich heißt. Schließlich Terrorismus und Bekämpfung von Schurkenstaaten, wobei die Amerikaner erklären, was ein Schurkenstaat ist. Ja, gut. Wie war das? Was sagt der Struck? Deutschlands Freiheit wird am Hindukusch verteidigt. Also wenn es nicht so traurig wäre, müsste man über so einen Witz stundenlang lachen. Ja, denn das hat ja nur mit Realpolitik überhaupt nichts zu tun. Aber wir sind ja inzwischen auch Zwerge, wenigstens was Außenpolitik angeht. Und dann schließlich, unter Bekämpfung von Terrorismus und Schurkenstaaten darf man, wie gesagt, also präventiv und präemptiv Schläge führen. Dann darf man die innere Sicherheit, muss man verbessern, um Anschläge zu verhindern. Schließlich die ballistische Raketenabwehr stark ausbauen. Sie können sich entsinnen, Polen, Tschechei sollten die großen Raketenstellungen haben, um die angeblich von dem Iran nach Amerika fliegenden Raketen abzuschießen. Und komischerweise hat Herr Putin was dagegen gehabt. Ja, und denkende Menschen hier in Deutschland ja auch, aber davon gibt es leider nur sehr wenige. So, und schließlich, dann, das war wieder durchaus nicht falsch, nämlich Verbesserung des ABC-Schutzes. Das kann man sagen. So, also, dann schließlich wurde diese Doktrin 2006 erweitert auf etwas, nämlich, das ist wieder toll im Prinzip, nämlich auf Herrschaft im Cyberbereich, also ich weiß nicht, wie man es heißt, also alles, was mit Digitalisierung und sowas zu tun hat, darüber will man die Herrschaft anstreben und erhalten. Klar, eigentlich gut, nur wer ist derjenige, der davon profitiert? Die großen Sachen, denken Sie nur mal in Frankfurt, wie viel dort an Technik von den Amerikanern installiert ist, um über ganz Europa, über Osteuropa, alles, was an Nachrichten über Telefon oder digitalisierte Dinge über die Netze geht, zu speichern und nach Amerika zu transferieren. Nun kann man natürlich sagen, das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Nur muss man auch wissen, vor Ewigkeiten habe ich das mal gesagt, Sie dürfen mir glauben, dass das so ist, da habe ich mit einer Kollegin diskutiert, immerhin Mathematikerin und Physikerin, und habe ihr gesagt, die hat eine kluge Tochter, die bei Siemens gearbeitet hat und für Siemens einige Patente gemacht hat. Da habe ich ihr gesagt, na, Frau Vogel, Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, dass diese Erkenntnisse Ihrer Tochter zuerst auf den Schreibtischen der Siemens-Führung liegen und nicht auf den entsprechenden Firmenschreibtischen der Amerikaner. Uiuiui, hat sie mich zur Schnecke gemacht. Aber so ist es. Wir dürfen davon ausgehen, dass es in Deutschland kein Geheimnis gibt, was die Amerikaner nicht ausspähen. Und das ist europaweit so. Nicht umsonst gibt es ja den größten Geheimdienst der Welt, der Geheimdienstaufgaben hat im Umfang von etwa 80 Milliarden Dollar in den Vereinigten Staaten. Dazu kommen natürlich viele andere Dinge auch. Und das heißt also, die Russen wussten nach diesen Ausweitungen der Doktrin genau,
und die europäischen Verbündeten auch, was sie den Amerikanern wert waren, nämlich nichts. Die Russen wussten, dass sie wieder Angriffsobjekt geworden sind und die Europäer wussten, dass sie für die Amerikaner, wenn sie nicht passt, auch nicht so viel Wert haben. Und da gibt es nun wahnsinnig viele Dinge, ich will das nicht groß aufblättern, aber vielleicht nur selbst der gute François Mitterrand hatte 1991 gegen die Vereinigten Staaten geäußert, weil die die Erweiterung der NATO bis an die Grenzen Russlands wollten. Da hat er gewarnt vor dem Ritt nach Osten. Er sagte am 6. Mai 1991, ungewöhnlich, undiplomatisch und scharf, Die ehemaligen Mitglieder des Warschauer Paktes werden streben, ihre Sicherheit durch separate Vertragsabschlüsse zu gewährleisten. Mit wem? Offenkundig mit der NATO. Aber eine solche Perspektive wird das Gefühl der Isolierung und sogar der Umzingelung der ehemaligen UdSSR hervorrufen. Ich bin überzeugt, ein solcher Weg ist nicht der richtige für Europa. Das hat er öffentlich bekundet. Für einen befreundeten Staat, nämlich die USA. Und so haben sich alle eigentlich in Europa ausgedrückt, aber sie wurden nicht erhört. Und davon gibt es unzählige Beispiele. Einen ganz besonders schlimmen lasse ich jetzt mal weg, wo es darum geht, Kinder in unglaublichem Umfang zu schädigen. Macht den Amerikanern überhaupt nichts. Das sind ja nicht meine. Na gut, dann krepieren die Alter in Jugoslawien. Wieso? Wir hätten ja in den Vereinigten Staaten leben können. Also, insgesamt wurde dann die NATO-Doktrin überhöht, von den Amerikanern gewünscht. Jeder in Europa weiß, dass eigentlich das gegen alle völkerrechtlichen Verträge ist. 2010, Zitat, wir sind bereit, den politischen Dialog und die praktische Zusammenarbeit mit jeder Nation zu führen, die unsere Interessen für friedliche internationale Beziehungen teilt. Außerdem gehöre es zu ihren Ausgaben, sich mit allen Fragen der militärischen und menschlichen Sicherheit zu befassen. So, und in Amerika hat man über diese, das ist ja eigentlich die Tatsache, dass man sagt, also okay, wenn die das nicht tun, dann sind sie ja unsere Feinde. Das widerspricht natürlich den UNO-Grundsätzen, aber bitte, das macht man dann halt so. Ja, in Europa war natürlich jedem klar, aber das konnte man nicht äußern. Keiner von den Europäern hatte den Mut, das deutlich anzugreifen. Dieser Strategiewechsel bediente Amerikas Interesse an dem Ziel, die Weltvorräte an Erdöl und Erdgas in ihren Machtbereich zu bekommen oder zumindest zu kontrollieren und auch überall dort eingreifen zu können, wo es um wirtschaftliche Interessen Amerikas ging. So erklärt sich auch der Afghanistan-Krieg. Die Amerikaner glaubten, da sieht man wieder, diese 1 Million politischen Einflussnehmer sind nicht unbedingt immer die Schlauesten. Also sie hätten bei uns in früheren Zeiten vielleicht gerade das Sonderschulabitur bestanden, aber in Amerika gilt das schon als Elite. Nämlich zu glauben, dass man Afghanistan so einfach einkassieren kann. Ja? Dabei haben die Afghanen für die freundliche Unterstützung gegen die Besetzung Russlands durch die Sowjetunion sich bedankt, aber haben keinen Zweifel daran gelassen, wenn die Amerikaner sowas Ähnliches machen wollten, dann würden sie gegen die Amerikaner genauso aufstehen wie vorher gegen die Russen. Ein ganz wichtiger Punkt, grüß Gott, Herr Fatsios, ein ganz wichtiger Punkt, der eben von den Amerikanern deshalb übersehen wurde, weil ja die Amerikaner Anschlussleitungen, Pipelines haben wollten, um die in der Jelzin-Ära, der ist ja auch ziemlich bestochen worden und die 3000 Berater, die Jelzin damals nach Russland holte, von denen weiß man nicht mehr so ganz genau, ob sie amerikanische Geheimdienstpolitik gemacht haben oder sonst wie das Land zerstören wollten. Sie haben es ja fast geschafft, bis Putin kam. Der hat dann die Geschichte gestoppt. So, und da hatte man wahnsinnig viele erdölhöfige Gebiete erworben, wie auch immer. Und man wollte die möglichst ohne politische Kosten verwertbar machen. Und da war die Durchleitung durch das dünn besiedelte, schwache Afghanistan eine Option. Die anderen darüber gelagerten muslimischen Staaten glaubte man auch relativ leicht einfangen zu können und hat dann
die Geschichte mit der UNOCAL, das war die dafür begründete Erdölgesellschaft Amerikas, dann ins Werk gesetzt. Und plötzlich sagten die Afghanen, nee, das wollen wir nicht. Also gab es Krieg, ganz einfach. Weil man dachte, ja, die paar Afghanen, naja, die wird man doch wohl. Und wir sehen, wir verteidigen die deutsche Freiheit immer noch am Hindukusch. Also, gut. Ich will das jetzt weiter weglassen. Welche vielen Kriege dann die Amerikaner da geführt haben, lasse ich auch mal weg. Aber auch nur noch mal eine unglaubliche Rücksichtslosigkeit der Amerikaner gegen die europäischen Verbündeten. Nämlich, das war die Kündigung des ABM-Vertrags. Die haben 2001 haben die Amerikaner den gekündigt. Das ist der Vertrag, der eigentlich eine Reduktion der Angriffsmöglichkeiten der beiden Supermächte untereinander reduzieren sollte. Die Russen haben das relativ schnell unterzeichnet und haben sich damit einverstanden erklärt, nur Abfangbataillone zu stationieren um Moskau, in der Gegend um Moskau herum. Die Amerikaner haben etwas weiter diskutiert, aber waren mit einer ähnlichen Zahl von Abwehrbatterien einverstanden. So, dann haben die Amerikaner einfach gesagt, ja, die Situation hat sich verändert, es sind neue Feinde dazugekommen, wir kündigen den Vertrag. Die Europäer wussten sich durch diesen Vertrag in sehr viel größerer Verteidigungsfähigkeit und in größerer Sicherheit. Nur für die Amerikaner spielte das keine Rolle. Ich will jetzt darauf nicht eingehen, was man da mit dem ABM-Vertrag alles gemacht hat, aber jedenfalls haben die Amerikaner damit den Schutz Europas einfach so geändert, um ihre eigenen Zielvorstellungen durchzusetzen. Also die tolle, super Geschichte war nach dem 9. 2001 ja dann ganz klar, nämlich man müsse sich vor neuen Formen des Terrors schützen. Obwohl irgendwie Atomraketen gegen irgendwelche Terroristen eingesetzt werden könnten. Ja, also völliger Idiotismus. Es ging nur gegen Russland. Aber das wurde völlig überspielt. Und auch das war wieder ein Hinweis darauf, was die Amerikaner von den Europäern denken. Und sie haben vielleicht ja alle noch den Ausspruch der für den Umsturz in der Ukraine verantwortlichen Frau Nuland im Gedächtnis, dass also durch Gott sei Dank ein Abhörmanöver der Russen ja ans Tageslicht gekommen ist. Fuck the UA. Also Europa, schmeiße weg. Was sollen die? Haben ja eh nichts zu sagen. Und dass die 5 Milliarden, die sie da investiert haben, gut angelegtes Geld waren, gut. Also, ich hoffe, ich habe Ihnen da einige Dinge ausgeführt, um Ihnen zu zeigen, dass das Verhältnis der Vereinigten Staaten und Europa ziemlich gespalten ist. Und wenn jetzt Herr Trump manches davon befördert, ist das nichts Neues. Nur Herr Trump ist halt direkter und bedient die Leute, die sich bisher in Amerika vernachlässigt sahen. Auch seine Formel ja American First hat immer gegolten. Nur die Vorgänger waren klüger, das zu formulieren oder zu umschreiben. Das hat man dann nicht so deutlich gehört. Ja, Brzezinski mit seinen vielen Ausführungen hofft nun, die Rolle Amerikas noch lange Zeit zu perpetuieren. Und zwar begründet er das wieder mit tollen Zielvorstellungen. Aber ich hoffe, Sie haben etwas gelernt. Ich rate dringend dazu, dieses Buch zu lesen, wie auch manche anderen, die ich hier ausgelegt habe. Es sind schon spannende Sachen. Und man kommt da nur hinter und kann das nur einordnen, wenn man leider etwas selber liest. Wenn man es in der Zeitung hört, darf man es meistens vergessen. Dazu kommen wir auch gleich noch eine kurze Geschichte. Also Brzezinski begründet das sehr positiv, aber ich bin der Meinung, man könnte das vergessen. Nun kommt noch etwas hinzu, was die Amerikaner uns so sympathisch gemacht hat. Lange Zeit. Vielleicht nicht so ganz die, die selbst schon immer zu eigenem Denken fähig waren, aber jedenfalls haben die das immer sehr gut verkauft, nämlich ein amerikanisches Überlegenheitsgefühl als Grundlage des Weltherrschaftswahns. Es ist ja gut, wenn jemand mutig ist, sich für seine Ziele einsetzt und das offen bekennt und so, das finden wir eigentlich positiv. Ja,
habe ich auch immer gesagt. Leute, wenn ihr etwas zu sagen habt, dann sagt es, seid ehrlich und steht auch dazu, lasst euch in den Senkel stellen, prüft, ob das standhält und so weiter. Amerikaner hatten damit noch nie Schwierigkeiten. Und woran liegt das nun? Wie kommt es zu diesem Überlegenheitsgefühl als Grundgeschichte? Nun, da muss man jetzt wieder die Sonderrolle Englands etwas in den Blick nehmen, nämlich die Engländer haben die amerikanische Gesellschaft wesentlich mitgeprägt. Und als die Pilgrim Fathers, eben, das ist ja 1620 gewesen, kurz vorher, hat es ja den gewaltigen Sieg der Engländer über die spanische Armada gegeben. So, und da spielt etwas eine Rolle, kann man belächeln, aber ich glaube, das ist ein Grund. Die Engländer sind ja kurz vorher vom katholischen Glauben abgefallen. Heinrich VI. Mit seinen vielen Frauen, der musste ja was schaffen und hat dann also das eingeführt. So, und dann gab es eben die Auseinandersetzung mit der spanischen Macht, die ja von den englischen Seeräubern sehr geflattert wurde. Und ja, die große Armada wurde weniger durch die englischen Schiffe, sondern vielmehr durch den großen Sturm zerstört. Und das ist jetzt wieder spannend. Das zitiert der Menno Aden. Herr Fabricius, der war ja auch schon bei Ihnen, soweit ich weiß, als Referent. Nämlich, Sie haben dann Gedenkmünzen geprägt, die Engländer, auf denen dann drauf stand, ich übersetze das gleich, durch den Odem Gottes sind sie umgekommen und vom Geist seines Zornes vertilgt worden. Das wurde in Umlaufmünzen in England umgesetzt. Das heißt, auch die Engländer hatten so ein gewisses Sendungsbewusstsein. Und dieses Sendungsbewusstsein ist mit den Pilgrim Fathers eben auch nach Amerika gekommen. Und dieses Sendungsbewusstsein machte ein Überlegen. Das heißt, der liebe Gott, der hat es ja immer gut gemeint mit uns. Und deshalb konnte man ohne große Schwierigkeit innerhalb von 200 Jahren mindestens 8 Millionen Indianer umbringen. Nach dem Motto, nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer. Man hat damit einige hundert Völkerschaften ausgelöscht, also Genozid begangen. Dafür gibt es ein interessantes Buch, auch Siegfried von Nostis hat das geschrieben, Die Vernichtung des Roten Mannes. Kennt natürlich hier in Deutschland auch keiner. So, und jetzt dieser Überlegenheitsgestus ist bis heute so geblieben. Dafür vielleicht nur ein Satz, damit man das nicht allzu ausweitet, aber Sie sehen, wie vielschichtig das alles ist. George Bush hat in seiner Einführungsrede als Präsident God is still in charge of Americans' manifesting destiny gesagt. Also der liebe Gott meint es gut mit Amerika. Und dann hat er noch weiter gesagt, also Gott ist verantwortlich für Amerikas offenkundiges, tolles Schicksal. Und nach Longley, das Longley Clifford Chosen, das zitiere ich hier nach dem Buch von Aden, hat er dann weiter gesagt, America believes it has a divine mandate to lead the world. Also Amerika ist dazu verurteilt und glaubt daran, dass es den göttlichen Auftrag hat, die Welt zu leiten. Können Sie sich das vorstellen, dass Hitler das gesagt hätte oder irgendein Deutscher oder irgendein europäischer Staatsmann? Also solche Dinge sind einfach unvorstellbar bei uns. Das zeigt aber die Sicherheit, mit der die Amerikaner meinen, no, das ist doch toll, was wir machen, das kann doch nicht schlecht sein. Also gut. Das ist schon großartig. Und als letzte Machtkomponente gehört auch die Propaganda dazu. Und da kann ich nur auf verschiedene Dinge verweisen, unter anderem auf das interessante Buch, das habe ich jetzt nicht mit, von Ulf Kotte, der das Buch, Udo Ulf Kotte, das Buch geschrieben hat, So lügen Journalisten. Es ist insofern interessant, weil er sich selbst in den Senkel stellt, lange Zeit FAZ-Redakteur und in vielen Professor auch in Amerika und so weiter. Er stellt sich selbst in den Senkel und sagt, mein Gott, wie viele Jahre habe ich mich blenden lassen? Ich habe mich benutzen lassen. Ich habe geschrieben für Dinge, die ich niemals mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Man hat mich bestochen. So nach dem Motto, naja, wirst du hier eingeladen zu einem Sondermeeting, wo nur die besonderen Personen hinkommen und hier, das kriegst du natürlich auch geschenkt und so. Und red das nicht weiter, das musst du nicht weiter verbreiten und so. So, also die besondere Situation der Presse. Das verwendete Muster dieser Darstellung in der medialen Gewalt Amerikas ist einfach,
Der Westen ist gut, sämtliche vom Westen zu Gegnern erklärten Staaten sind böse und deren Präsidenten werden diskreditiert. Die illegalen Kriege der letzten Jahre beruhten eigentlich alle auf Lügen und auch der 2001 erst von den USA, von den anderen NATO-Staaten dann begonnene Krieg gegen den Terror ist durchsetzt mit Lügen. Es ging nie darum, Freiheit oder sowas zu sichern, sondern nur um die Eroberung und Sicherung von Erdöl und überhaupt Erdschätzen. Ja, jetzt könnte man auf die Rolle dieser Dinge hinweisen. Ich will das nicht zu sehr machen, aber ein bisschen ist Deutschland auch davon betroffen. Denn auch das, was die Amerikaner heute machen, beruht auf einem unglaublichen Erfolg amerikanischer medialer Einflussnahme im Ersten Weltkrieg. Die Amerikaner wollten den Krieg gegen Deutschland nicht. Wilson auch nicht, der Präsident. Und nun kam 1917. Es zeichnete sich ab. Damals gab es aber schon, nämlich 1914 gegründet, die National Security League, ein Zusammenschluss von Amerikanern, die Deutschland hassend waren. Und die haben etwas gemacht, vor allen Dingen verstärkt, kurz vor 1917. Was passierte? 1917, Sie werden es in Erinnerung haben, im Unterschied zu den meisten Deutschen wissen Sie sowas ja, hat sich Russland aus dem Ersten Weltkrieg zurückgezogen. Und das machte deutsche Truppen frei, die in den Westen gingen. Und die Situation war angespannt. England ging es nicht gut. Und es schien so zu sein, als könnte Deutschland den Ersten Weltkrieg gewinnen noch. Ja, und was passierte? Die verschwiegenen und verschwesterten Banken in London und Amerika in Wall Street begannen heftig miteinander zu kommunizieren. Warum? Den Ersten Weltkrieg für England hat im Wesentlichen haben die Banken Amerikas finanziert. Die kannten sich alle untereinander, waren ja alle versippt und verschwägert. Und nun waren plötzlich viele Milliarden Dollar in Gefahr. Was? Wenn Deutschland den Krieg gewinnt, dann verlieren wir dieses Riesenvermögen. Damals war der Dollar mehr als 10-mal mehr wert als heute. So, also das musste ja verhindert werden. Also musste man auf Krieg umschalten. Und nun wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Amerikaner kriegsbereit zu machen. Wie das vor sich ging, dazu hat ein Mann, der in der Jungen Freiheit häufig zu lesen ist, ein tolles Buch geschrieben, nämlich Die Erfindung des hässlichen Deutschen. Und da listet er auf, was die Amerikaner angestellt haben, um das fertig zu kriegen. Das ist so unglaublich und effektvoll gewesen, nämlich man hat dann in der National Security League über 120.000 Leute ausgebildet, die das damals wichtigste Informationsmittel in ganz Amerika besetzt haben, nämlich den Film. Der war ja damals neu. Kein Tonfilm, ja Stummfilm. Und vor jedem Film traten entweder Klavierspieler auf oder sowas. Und die National Security League hat nun durchgesetzt, dass in jedem Kino Amerikas, bei jeder Filmvorführung, 5 Minuten vorher, einer von diesen besonders ausgebildeten deutschen Hassern 5 Minuten über die vielen angeblichen Kriegsverbrechen der Deutschen im Ersten Weltkrieg reden durfte. Und das führte dann dazu, dass die Armee zum Beispiel solche Dinge dann, naja, also gut, mitteilen durfte, wie das, was ich Ihnen jetzt hier zeige. Es ist leider kein Witz, es ist so. Das hing in allen Städten Amerikas aus. Aber nicht nur so ein Plakat, es gab Dutzende von ähnlichen davon. Nicht, dass Sie glauben, ich übertriebe jetzt. Sie können das alles bei Weißmann nachlesen. Ich hoffe, das ist einfach zu erkennen. Natürlich ist diese nette Figur mit der Pickelhaube ein Deutscher. Logisch. Und die arme Frau, die da so halb entblößt in seinem gierigen Arm ist, ja, das ist nun das Opfer. Und Enlist US Army steht da drunter. Also schreibt euch in die Rollen der US Army ein, damit ihr dieses Untier bekämpfen könnt. Und im Hintergrund, das kann man wahrscheinlich jetzt von hinten da nicht so gut sehen, das ist das von den Deutschen zerstörte Europa. Hier, das soll wohl der Anteil sein an der Kathedrale von Reims. Und hier steht dann darunter, schwach lesbar, America.
Dieses Untier will jetzt Amerika erobern. Also das kann nicht sein. Unmöglich. Schlacht ist tot. Ihr müsst in den Krieg eintreten. Das ist eine der interessanten Geschichten. Und dazu sollte man auch noch was anderes wissen, um die Pressefreiheit Amerikas richtig einzuschätzen. Wie gesagt, ich möchte nicht versäumen, nochmal darauf das zuerst gezeigte Bild von Roberts hinzuweisen. Es gibt sehr wohl viele Kritiker Amerikas in Amerika, nur haben sie nicht die Durchschlagskraft wie die, die die Macht haben. Da gibt es einen Hinweis, der ist so witzig, traurig, dass ich ihn doch vorlesen möchte. Nämlich die New York Times, kennen Sie alle, das ist eine der bekanntesten Zeitungen, bei uns zumindest, jedenfalls in Amerika. Und 1880 wurde John Swinton, der Chefredakteur, verabschiedet. Positiv, nicht negativ. Also was er jetzt hier sagt, ist positiv gewesen. Die Leute, die da alle waren, alles ein erlauchter Kreis von wissenden Leuten, auch Journalisten. Und da schreibt er und sagt, Zitat, bis zum heutigen Tag gibt es etwas wie eine unabhängige Presse in der Weltgeschichte nicht. Ich werde jede Woche dafür bezahlt, meine ehrliche Meinung aus der Zeitung herauszuhalten, bei der ich angestellt bin. Wenn ich meine ehrliche Meinung in einer Ausgabe meiner Zeitung veröffentlichen würde, wäre ich meine Stellung innerhalb von 24 Stunden los. Es ist das Geschäft des Journalismus, die Wahrheit zu zerstören, unumwunden zu lügen, zu pervertieren, zu verleugnen und so weiter. Und dann fließt er damit, indem er sagt, wir sind intellektuelle Prostituierte. Das stimmt natürlich nur cum grano salis, natürlich nicht überall, aber das ist ein Amerikaner, ein bevorzugter Journalist, der in einer der größten und wichtigsten amerikanischen Zeitungen gearbeitet hat, 1880. Wenn Sie das vergleichen mit dem hier, dann kommen Sie vielleicht auf die Idee, dass das sehr erfolgreich war. Denn damit hat man in der Tat in Amerika das Bild verankert. Der hässliche Deutsche. Das gilt zum Teil, zum großen Teil auch heute noch. Und wenn Sie heute in den vielen amerikanischen Veröffentlichungen gucken, dann finden Sie das immer wieder bestätigt. Ja, so ist ja auch in ähnlichen Punkten der englische Kriegseintritt oder die englische Kriegsvorbereitung gelaufen vor dem Ersten Weltkrieg. Ich möchte nur als Letztes dazu, weil das alles Intelligente sind, das sind alles Senatoren. Also das ist bei uns so, dass bei uns hätten das alles Professorenniveau. Etwa. In Amerika ist es etwas anders. Da wurde ja auch ein Mann, wie hieß der Knabe, Fischer oder so, der Steinewerfer, der ist ja Professor geworden in Amerika. Also bei uns hätte er vielleicht ja, also eine Anstellung als Registrator in der Registratur gekriegt oder so. Aber in Amerika konnte man Professor werden. So, also, da gibt es etwas, was ich nicht geglaubt habe, bis ich es mehrfach gelesen habe bei Reinhard Uhle Wettler, der ja auch da schon mehrfach aufgetreten ist, und bei Professor Knütter in seinem Buch Europa ja, aber was wird aus Deutschland? So, das habe ich, glaube ich, mitgebracht irgendwie, das wollte ich dann verzeihen. Nee, habe ich vergessen, naja, ist auch egal. Aber jedenfalls, das ist etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Das hat auch in den dunkelsten Zeiten des Kommunismus unter Stalin nicht gegeben und unter Hitler auch nicht. Aber in Amerika war das möglich, 1918. Das geht noch weiter. Und ganz besonders toll finde ich dann, das am Ende dieser Geschichte. Und nun breiten wir die Arme aus und danken Gott und loben ihn für alles Mögliche. Entschuldigung. So, also das ist auch etwas, was ganz interessant ist. So, und jetzt muss ich doch nochmal, um das Ganze abzurunden, auf etwas kommen, was auch bei uns völlig unbekannt ist, nämlich, hat das seine Vorgeschichte, Amerika und Europa? Und dann sage ich, ja, da sollte man an zwei Leute erinnern, das mache ich möglichst kurz, nämlich, es gibt ein 1840 in West Point geborenen Admiral, Marinehistoriker Alfred Thayer Mahan, ein amerikanischer Admiral halt, der 1914 in New York verstorben ist. Er ist ein großer strategischer Denker, der für Amerika, für Amerikas Militärpolitik eine ganze Menge herausgefunden hat.
Und zwar hat er im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts, 1890, also im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts, 1890, seine Schrift herausgegeben, The Influence of Sea Power upon History, also der Einfluss von Seemacht auf die Geschichte. Und stellt da heraus letztlich, dass die entscheidende Überlegenheit in weltpolitischen Auseinandersetzungen eigentlich immer bei den Seemächten liegt. Begründet das an vielen Stellen und so weiter. Und damit begünstigt er und befördert sehr, sehr stark das dann aufkommende Denken. Wilhelm II. Wirft man das vor, nicht natürlich den Amerikanern, aber es ist ja immer so, wenn zwei dasselbe tun, ist es nicht dasselbe. Nämlich, dass die Amerikaner ihre Seemacht gewaltig verstärken. In dieser Zeit werden die großen Rüstungen Amerikas beschlossen, die zur späteren Überlegenheit der amerikanischen Marine führen. Er fordert auch viele Marinestützpunkte rund um die Welt. Warum? Nun, das will ich jetzt sehr kurz nur machen. Ohne Stützpunkte in allen Teilen der Welt, sagt er, kann die Seemacht seine große Wirkung nicht entfalten. Warum nicht? Weil sonst die Wege, die Anmarschwege zu lang sind. Damals wurden die Schiffe fast alle mit Kohle befeuert, da war es sowieso schwierig, da brauchte man Bunkerstationen. Die Erdölbeförderung der Schiffe haben ja dann erst die Engländer eingeführt im Ersten Weltkrieg und dann wurde das überall übernommen. Aber man brauchte Stützpunkte in allen Teilen der Welt, die man beherrschen wollte, damit man Seemacht auch spürbar werden konnte und überall dann die örtliche Überlegenheit erringen konnte. Ich will das jetzt hier nur abkürzen, weil das sonst ein bisschen zu weit führen wollte. Er hat das natürlich auch wieder begründet. Das können Sie sich jetzt fast denken, wenn ich sage, na, welche Gründe lagen dazu? Natürlich aus nationalem Interesse, aber auch aus christlichem Sendungsbewusstsein muss man Amerika als stärkste Macht zementieren. Denn dann kann man überall der Welt Frieden und Freiheit und all das bringen, was amerikanisch so unglaublich wertvoll ist. Also dieser Mann, Alfred Thayer Mahan, amerikanischer Admiral und Marinehistoriker, der hat zum ersten Mal auch einiges gesagt zur Auseinandersetzung mit dem alten Europa. Ja, wie man das auch irgendwie in den Griff kriegen kann. Das war nicht so ganz einfach damals, aber er hat wichtige Anstöße gegeben. Und ich will darauf jetzt nicht weiter eingehen, das könnte man natürlich noch eine ganze Menge machen. Da kommt aber dann ihm zugute ein zweiter wichtiger Theoretiker, ebenfalls ein wichtiger Geopolitiker, nämlich ein Engländer, Halford John Mackinder, der ab 1900 in England seine amerikanischen und englischen geopolitischen Vorstellungen niederlegte. Und das kommt jetzt auf etwas, was ich dann hier nochmal, und dann sehen Sie wieder, wie wichtig manches ist, was Brzezinski sagt, aber nicht selbst entwickelt hat, sondern abgeschrieben hat, zum Beispiel von Mackinder. Das ist dieses hier. So. Brzezinski, habe ich das richtig rum? Ja, doch, das eurasische Schachbrett. Und Mackinder vertritt jetzt folgende Theorie. Die Welt wäre vor ihm, in den letzten 400 Jahren vor ihm, im Wesentlichen aus dem westlichen Europa bestimmt worden. Von dort hätten sich die großen Seemächte überall hin aufgemacht, hätten die ganze Welt unterworfen und so fängt er schon an mit Portugal, Spanien, Vertrag von Tordesillas und sowas. Okay, und das wäre kein Problem gewesen. Aber er sagte dann auch, ja, nur die Seemacht braucht eben ein gesichertes Stützpunktsystem überall hin. Und wenn sie das nicht hat, und da sagt er jetzt völlig richtig und neu zu Herrn Mahon, es hat inzwischen das Eisenbahnnetz gegeben, es hat inzwischen einen Dieselmotor gegeben, alle möglichen neuen Verkehrsmittel, die sehr viel beweglicher sind und deshalb der Landmacht sehr viel mehr Möglichkeiten geben, die Küsten zu beherrschen und dann die Seemächte mit ihren Stützpunktsystemen dann eben auszuhebeln. Eine sehr richtige Erkenntnis, die führt ihn dazu zu sagen, ja, Moment, wenn man jetzt die Welt beherrschen will, was muss man dann beherrschen, damit einem das eben nicht entgleiten kann? Da kommt er auf die interessante Idee,
sich die einzelnen Weltteile genauer anzugucken und sagt daraus, aus seiner Kenntnis und seiner Erkenntnisgewinnung, ja, es gibt ein Herzland für die gesamte Welt, das muss man beherrschen oder unter Kontrolle halten, wenn man die Weltmacht erhalten will oder wenn man Weltmacht werden will, und kommt nach vielen ausschließenden Dingen auf die Idee, das ist die mittlere Region Eurasiens. Und die beginnt, interessant, und da bin ich dann wieder halt bei Herrn Brzezinski, bei zum Beispiel der Ukraine. Das ist ein wichtiger Punkt, ein Schlüssel zur Weltmacht, zum Weltmachtbesitz. Und er leitet das ab und sagt dann auch, und jetzt verstehen Sie vielleicht, ich habe vorhin mehrfach darauf hingewiesen, wie wichtig die 1000 Stützpunkte Amerikas vor allen Dingen rund um Eurasien sind. Denn die machen den einen Teil der Weltmachtherrschaft aus, nämlich die Küsten zu beherrschen. Und dann die Vorstellung von Herrn Mackinder, man müsse nun möglichst auch, wenn man langfristig die Weltmacht sein will, diese mittlere Region, das sogenannte Heartland, also das Herzland der Welt beherrschen. Und diese Geschichte findet sich nun eigentlich durchgetragen überall in der amerikanischen Globalstrategie wieder. Und da haben wir leider als Europäer auch wieder eine relativ traurige Rolle, denn die Amerikaner sagen, und auch Herr Brzezinski, ja, also ich habe dafür jetzt, glaube ich, die letzte der Karten, ja, glaube ich. Wenn man sich jetzt die ganze Welt beguckt, ist aus historischen, aber vor allen Dingen aus militärischen, wirtschaftlichen, politischen Gründen Europa eben von ganz besonderer Bedeutung. Na, warum will das nicht? Ach, das gibt's doch nicht. Also gut, mit Gewalt geht alles. So, und zwar, halten Sie das hier ruhig mal im Auge. Diese südlichen und östlichen Teile sind nicht ganz so wichtig nach Brzezinski. Warum? Zeigt sich, wenn man sich auf eine Karte guckt. Ich habe leider jetzt, es gibt leider keine Karte, die sehr viel besser ist. Also deshalb habe ich eine alte Dirke-Karte genommen. Und da ist eine rote Linie eingezeichnet. Ja, das sieht man wirklich sehr schlecht. Ach, das ist ja Mist. Es kommt nämlich hier auf die geografische Gliederung an. Und da sehen Sie, das einzig offene Gebiet, wirklich offene Gebiet Eurasiens, ist der Westen. Das ist Europa, unser kleines Europa, was unglaublich gegliedert ist, deshalb ja auch diese hohe Kulturleistung erbracht hat. Denn Gliederung ist wichtig. Nicht Einheit ist wichtig, sondern Gliederung ist wichtig. Wenn Sie die Natur anschauen, überall dort sind die meisten Arten entstanden, wo das am kleingekammertsten ist. Ja, denken Sie allein an den tropischen Regenurwald, da gibt es manchmal auf 200 Quadratmeter viele endemische Arten. Warum? Weil das so kleingekammert ist. So, das ist hier auch der Fall. Also, die alten Seemächte waren im Westen Europas stationiert und haben ihre Entsprechung gefunden in dem großen Amerika, was von nichts bedroht ist, nie einen eigenen Krieg auf dem eigenen Land gehabt hat, es sei denn also der Bürgerkrieg und dann das Umbringen der Amerikaner, der Indianer. Sonst ist es nie bedroht worden. Ja, das ist ja etwas Verrücktes. So, und da sagt er jetzt, okay, Brzezinski, genauso wie viele andere auch, für die Amerikaner ist es ungeheuer wichtig, diesen Raum zu beherrschen und möglichst auch, das beschreibt er natürlich wieder schön, in die Ukraine vorzustoßen. Und jetzt wissen Sie und können Sie sich vorstellen, warum eben der Staatsstreich in der Ukraine, hier gibt es das ein sehr authentisches, wie ich finde, gut geschriebenes Buch und ich glaube ihm mehr als den meisten amerikanischen Professoren, die sich damit beschäftigen, von Azarov, das ist der Vorgänger von Janukowitsch in Kiew, also Ministerpräsident, die Wahrheit über den Staatsstreich, ein ganz interessantes Buch, wo viele dieser Dinge aufgegriffen werden, als Ergänzung zu den Ideen von Brzezinski und vor allen Dingen von dem letzten großen Lümmel in der Strategie Amerikas, das ist dieser sogenannte Herr Barnett, ein Mensch, der ein Buch geschrieben hat, damit auch hausieren geht, vor allen Dingen in der jungen amerikanischen Militärelite sehr beliebt ist und der einfach Krieg fordert für alles, was nicht amerikanisch durchgesetzt werden kann. Er sagt zum Beispiel,
zieht sich darauf zurück. Eins der vordringlichen Ziele Amerikas muss also die vollständige Globalisierung sein und sagt dann irgendwo, jeden, den man davon nicht überzeugen kann, steht dann da drin, kill them. Ganz einfach. Man ist ja Amerikaner, kill them. Ist ja selber schuld, kann ja meine Ziele übernehmen. Wenn nicht, kill them. Okay, also das ist auch heute noch weiterwirkend und wird von vielen Europäern ja inzwischen so gesehen. Aber wir haben nicht die Macht, uns im Augenblick Amerika so entgegenzustellen. So, und jetzt nochmal das Letzte, dann bin ich damit ja auch fertig. Was hat also dieser Mahone, genauso wie der McKinnon, dann gesagt? Wir brauchen das Herzland. Das müssen wir unter Kontrolle halten können. So, und warum spielen dann diese Gegenden nicht so eine große Rolle? Nun gut, ich glaube, das wird deutlich aus dieser Karte, auch wenn sie jetzt schlecht ist. Nämlich, das sind alles Gebiete, die relativ schwer zu durchdringen sind. Die Amerikaner merken es ja gerade sogar in dem kleinen Afghanistan. Hier sind große Gebirgszüge und auch völlig andere Ethnien. Die Japaner sind was völlig anderes als die Gebiete hier und auch die Chinesen spielten bei Brzezinski noch nicht so die große Rolle. Die musste man im Containment halten, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, aber das ist es nicht. So, deshalb müssen die Amerikaner diese Linie zumindest erobern und besser noch erweitern und halten. Und da sehen Sie eben, das ist genau auch Kiew und naja, die Grenze zu Russland. Und deshalb muss alles getan werden, um dort dieses Gebiet zu destabilisieren, beziehungsweise in den Machtbereich Amerikas zu integrieren. Und damit kommen wir dann wieder zu der traurigen, eigentlich traurigen Feststellung, dass wir, wenn wir eine Rolle wieder spielen wollten in der Weltpolitik, in der Tat einen stärkeren Zusammenschluss hier in Europa brauchen, um uns gegen die eigentlich in jeder Hinsicht immer unverschämten Forderungen der Vereinigten Staaten in irgendeiner Form durchzusetzen. Wir sehen es ja auch jetzt wieder, Herr Trump sagt einfach, naja, also mit denen will ich nicht, dann wird eben ein Abkommen wieder gebrochen. Gut. Und dann sind wir also sozusagen beim Ausgangspunkt wieder angekommen. Was haben wir von unserer guten Beziehung zu Amerika, die mit Sicherheit eben an vielen Stellen, ich habe also gestern noch eine Quelle gelesen, fand ich toll, wo sie sagen, ja, bei Putin sagt man immer, die Oligarchen, das sei ja ein fürchterliches Volk und das sei ja schlimm und der Putin, der wehre sich zu wenig dagegen oder sowas und diese Quelle sagt, ja, warum sieht man das mal nicht so und sagt, die Oligarchen beherrschen die Vereinigten Staaten und hebeln dort alle demokratischen Elemente aus. Putin hat wenigstens gesagt, ich schicke die Oligarchen in die Wüste. Die haben hier nichts zu suchen. Ja, der Khodorkovsky ist ja erst dann rausgeschmissen und dafür 10 Jahre nach Sibirien geschickt worden, als er sich in die Politik einmischen wollte. Obwohl, wir wollen uns da keine Illusionen machen, Herr Khodorkovsky kein mit moralischen Grundsätzen gesegneter Mensch war. Ja, denn können Sie sich sonst vorstellen, wie man innerhalb von 5 Jahren zu einem Vermögen von 30 Milliarden Euro oder Dollar kommt? Also ich habe bisher noch nirgendwo eine Möglichkeit gefunden, auch mit viel mehr Arbeit und mit 100 Jahren Wirksamkeit nur auf 1 Milliarde zu kommen. Also ich weiß nicht, wie das gehen soll. Also der Putin hat das ganz gut gemacht. Ich habe sogar mal in einem anderen Vortrag dann gesagt, unter den Bedingungen, unter denen damals Putin die Oligarchen an die Kette gelegt hat, ich hätte das viel brutaler gemacht, nämlich nach dem amerikanischen System. Ich hätte die also für sie niederlassen, denn sie haben so viel Schreckliches für ihr Volk gebracht, dass man sich nur wundern kann, dass man hier bei uns so großzügig war und mit Herrn Khodorkovsky vor das Hager Gericht ziehen will, um dort viele Milliarden zu erschleichen. So, das ist es eigentlich. Ich habe länger gebraucht, um einiges länger gebraucht, aber ich nehme an, der Referent, der da sein sollte, ist ja längst noch nicht da. Doch, das ist ja Herr Fazius, Entschuldigung, pardon, oh Gott, Entschuldigung, also gut. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Man könnte noch Ewigkeiten hier drüber weiter diskutieren. Ich habe hoffentlich deutlich gemacht, dass es ein sehr, sehr vielschichtiges Thema ist. Ich freue mich aber, dass man das hier vortragen konnte, denn damit kann ich nur wiederholen, was ich zu Anfang gesagt habe. Sie sind ja auch ein besonderes Publikum. Dankeschön. Okay.
natürlich, legt hier nur noch etwas auf des Witzes halber. Also man findet auch im Netz solche witzigen Sachen. Ja? Wir wissen, dass Europa bei einem Krieg gegen Russland überwiegend zerstört wird. Darunter dann die Antwort des amerikanischen Präsidenten. Aber die USA sind bereit, dieses Opfer zu bringen. Das ist amerikanische Politik in purer Funktion. Also gut, okay, Dankeschön.